Ja, mit dem neuen CEO David Zborowski hat auch die Company einen komplett neuen Anstrich bekommen. Wir haben ein neues Logo, neues Branding. Wir haben die Webseite komplett neu gestaltet. Die Lizenzgestaltung ist überarbeitet und erneuert worden. Ein neues Preismodell ist hinzugefügt worden, was sehr gut am Markt angenommen wurde. Aber was weiterhin intern passiert ist, die Entwicklung ist komplett von Waterfall auf Agile umgestellt worden. Und hier versprechen wir uns in Zukunft eine akkuratere und viel bessere Kommunikation über die Roadmap und über die zukünftigen Features, die Data Core als Software im Storage-Umfeld mitbringen kann. Zur Partnerkonferenz 2019 haben wir eine ganze Reihe an neuen Topics announced. Unter anderem wird es als nächstes Encryption, REST Encryption in der Software geben, als auch voraussichtlich ab Mitte des Jahres eine eigene Data Core Appliance. Mit dieser Appliance werden wir in der Lage sein, die europäischen Märkte in ganz unterschiedlicher Art und Weise zu adressieren. Wir versprechen uns hier einen großen Benefit, zum Beispiel in UK, France, aber auch in Deutschland wissen wir, dass einige Kunden nach einer fertigen Appliance fragen, und auch hier sehen wir die Möglichkeit, mit dieser Appliance unser Umsatzziel und unsere Umsatzsteigerung zu rechtfertigen. Verschlüsselung ist insofern unheimlich wichtig, weil es immer mehr schwierige Situationen in der IT oder in der Datenverarbeitung gibt. Wir haben ja alle ausreichend Beispiele über die Presse erfahren, wie Daten, sage ich mal, unter die Räder kommen können. Und insofern müssen Daten heute verschlüsselt sein. Und das ist sicherlich ein Key Trigger für Data Core, das im nächsten Jahr an den Markt zu bringen und zu implementieren. Was die Appliance angeht, haben wir diesmal die Möglichkeit, dieses komplette Entwicklung und Building in der eigenen Hand zu halten. In vorherigen Beispielen haben wir hier mit Herstellern entweder auf europäischer Ebene oder auf weltweiter Ebene zusammengearbeitet. Und das hat leider Gottes nicht in dem Rahmen funktioniert, weil die Refresh-Zyklen der Hersteller so schnell sind, dass man da in eine gewisse, ja, Bredouille kommt. Hier mit dieser Appliance, wie gesagt, das komplette Building, das komplette Update-Geschäft in Händen der Data Core. Insofern sehe ich hier die großen Möglichkeiten, mit dieser Appliance über einen langen Zeitraum am Markt zu agieren.